Danke, dass ich hier sprechen darf. Ich bin eine von diesen müden, erschöpften Kulturschaffenden, die Tabea erwähnt hat in ihrer großartigen Rede gerade, die mich sehr bewegt hat auch. Ich bin tatsächlich seit 10 Jahren am Museum Ludwig, aber nicht für Ökologie zuständig, sondern ich bin für die historische Fotografie eigentlich zuständig und darf mich seit 2 Jahren eben auch Kuratorin für Ökologie nennen. Ich halte diesen Spagat aus zwischen Wissen vermehren, lernen, verstehen, wo wir stehen, und gleichzeitig in einer Institution arbeiten, die groß ist, die viel will und trotzdem natürlich nicht so schnell ist, wie es viele sich in dem Team wünschen. Das ist nicht immer leicht, und deswegen möchte ich gerne hier so ein bisschen einen ganz kurzen Input geben. Wir sind schon ein bisschen aus unserem Zeitplan heraus, aber einige Aspekte erzählen, wie wir am Museum Ludwig gestartet sind und wo wir jetzt gerade stehen, weil es wirklich unglaublich spannend ist. Wir stehen am Anfang, also vielen Dank für die nette Einführung. Wir stehen am Anfang, wir wissen immer noch zu wenig und wir sind ständig in der Bewegung, weil wir nicht diesen einen Pfad kennen und diesen goldenen Weg, den wir einfach nur abgehen müssen, auf dem wir wissen, wo wir stehen, in welcher Etappe und wie viele Etappen da noch zu gehen sind. Ich habe diese Präsentation bewusst Mensch und Klima am Museum Ludwig genannt und den Mensch an den Anfang gestellt des Titels. Wir sprechen über Kultur, wir sprechen über Kunst, wir sprechen über Museen, über Natur, und letztlich ist so die Erfahrung und was ich jetzt auch und was auch schon gesprochen wurde, letztlich geht es um den Menschen. Wir sprechen hier über unsere Gesundheit, über unser Empfinden für Gerechtigkeit, wir sprechen über unser Überleben und über unsere Körper, weil auch wir sind Natur und auch wir, die wir hier stehen. Ich fand es großartig, gerade diese Naturbilder zu sehen, diese Filme hier drin, und trotzdem merke ich immer, wir sind auch Natur, wenn wir hier drin sind. Wir versuchen in dem Museum immer so einen White Cube zu gestalten und so einen irgendwie neutralen Raum, in dem dann Kunst passieren darf, und vergessen so schnell, wie viel Natur eigentlich hier drin ist und wie fluide auch so ein Museum ist, und genauso unsere Körper. Okay, kleiner Exkurs, kleiner Ritt durch einige Aspekte dessen, was wir gelernt haben am Museum Ludwig oder womit wir gestartet sind und auch gescheitert sind. Eines der ganz frühen Projekte für uns war tatsächlich, eine Nachhaltigkeitserklärung zu schreiben. Wir haben das für das Jahr 2020 gemacht, also das ist jetzt auch schon ein Weilchen her. Da sind Begriffe drin wie Klimaneutralität, die wir jetzt auch differenzierter anschauen, über die wir weiter lernen. Aber es war für uns ein ganz hilfreiches Tool, erstmal zu sagen, wir müssen an die Hand genommen werden. Wir haben großen Willen, hier schlauer zu werden und in die Handlung zu kommen, aber wir müssen irgendwie gecoacht werden. Und da gibt es ganz viele Wege. Wir hatten mit Tabea gearbeitet, wir haben Weiterbildungen gemacht, und eines der Tools, und das stelle ich hier vor, weil es ein Tool ist, was Sie heute Nachmittag anfangen können zu nutzen. Es ist gratis, es ist online für alle zugänglich. Es ist der DNK vom Deutschen Nachhaltigkeitskodex, der Berichtsstandard, der online zugänglich ist. Das sind 20 große Fragen und dann noch Unterfragen. Ich breche jetzt mal so ganz simpel herunter. Tabea könnte das noch viel dezidierter auch beschreiben. Aber diese 20 Fragen waren für uns ein sehr, sehr guter Startpunkt zu reflektieren, wo stehen wir jetzt, wo wollen wir hin, und erste Maßnahmen zu überlegen, wie kommen wir auch dahin. Plus, und das ist ja jetzt hier zum Glück auch immer wieder angesprochen worden, Deutscher Nachhaltigkeitskodex bedeutet eben nicht ökologische Nachhaltigkeit alleine, sondern wirklich das alles in Kombination zu denken, Ökonomie, Soziales und Ökologie. Das heißt, wir haben diese Verortung gemacht auf allen drei, in allen drei Ebenen. Und eines der Ziele, die wir uns da genannt haben, war, bis 35 klimaneutral zu werden, ohne dass wir ehrlich gesagt so richtig eine Vorstellung hatten, was das eigentlich heißt. Aber es klang gut und wir haben das reingeschrieben und dachten, okay, wir müssen das jetzt irgendwie, irgendwas müssen wir jetzt mal schreiben, um uns daran vorzurobben und weiterzuarbeiten. Also haben wir das gemacht. Sie können dieses Tool nutzen intern für sich, um einfach diese Fragen zu beantworten und damit nichts weiter außer den internen Prozess zu begleiten. Sie können das aber auch öffentlich machen. Und das war für uns eigentlich dann ein ganz aufregender Moment und einer, den wir bewusst auch gegangen sind, nämlich diesen Bericht auch online zu stellen. Sie alle können den einlesen.
Weil es bedeutet, dass wir nach außen schon mal zumindest da kommunizieren, wir haben einen Wunsch, wir sind nicht perfekt, wir kommunizieren keineswegs, und wenn Sie das lesen, werden Sie es merken, dass wir so wahnsinnig weit sind und dass wir schon so irre CO2 kompensieren und so total auf der Pfanne haben, wie es mit Wasser steht und wie es mit der Biodiversität steht. Alles nicht. Aber wir haben es online gemacht, damit wir transparent sind, Leute wissen, was uns beschäftigt, was unsere Werte sind, damit wir nach außen ein Commitment haben und auch im Grunde, dass der Druck auf uns so ein bisschen steigt. Weil in der Kultur können wir uns ja immer noch ganz wunderbar wegducken. Also der Druck steigt zum Glück durch solche Veranstaltungen wie auch hier, aber es gibt immer noch genug Förderinnen, die das nicht interessiert, wie nachhaltig wir arbeiten. Es gibt genug MuseumsbesucherInnen, es gibt genug MuseumsmitarbeiterInnen, die das vielleicht im Privaten interessiert, aber nicht im Museum. Also insofern da dieses ehrlich machen dessen, wo wir eigentlich hinwollen, in der Hoffnung, dass Nachfragen kommen, dass Druck steigt, aber natürlich auch dieses Tool als Verpflichtung nach innen, sodass alle. Und hier zeige ich jetzt ein Bild des Team Nachhaltigkeit, da gehören noch viel mehr Menschen dazu, das ist ein kleiner Ausschnitt, dass alle auch wissen, dass diese Mehrarbeit, die sie im Moment im Museum Ludwig leisten, nicht nur ein Hobby ist und nicht nur so ein nettes Nice to have on top, sondern wirklich verbunden ist mit der Mission des Hauses und eine ernsthafte Aufgabe, Arbeitsaufgabe ist, die wir hier jetzt laienhaft anfangen zu übernehmen. Wir sind alles Kunsthistorikerinnen etc. Ich nenne mich Kuratorin für Ökologie, ohne dass ich Ökologie studiert hätte. Ich habe keine Ahnung von Ökologie. Was ich verstanden habe, ist, dass Ökologie bedeutet, Wechselwirkungen, Verbindungen zu untersuchen. Ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit Betriebsökologie. Ich weiß absolut, dass ich da große Lücken habe, und ich weiß aber, dass ich Menschen dazu einladen kann und will und möchte und die Aufgabe auch eines Kunstmuseums da sehe, immer mehr Brücken zu schlagen zwischen Wissenschaft, Naturwissenschaft und Kunst. Insofern, ja, Team Nachhaltigkeit im Museum, eine Bottom-up-Bewegung. Wir sind mittlerweile 30 von 60, also im Museum arbeiten 60 Personen fest angestellt. Wir haben externe Gruppierungen oder Unternehmen auch noch dazu, aber also die Hälfte des Teams freiwillig engagiert sich in dem Bereich ökologische Nachhaltigkeit zuerst mal. Damit hat es angefangen. Was haben wir gemacht? Hier ist ein Standbild aus dem Disney-Film Strange World aus dem letzten Jahr. Vielleicht hat der oder die eine das andere den Film gesehen. Er ist ja auch nicht unumstritten, auch zu Recht, aber die Bilder sind vielleicht ganz hilfreich hier. In diesem Film geht es um Menschen, die in einer Welt leben, die auf einmal krankt, und ihre Ressourcen siechen dahin. Also sie haben irgendwelche Pflanzen, die Energie abgeben. Das ist ja auch egal, aber die Welt krankt und sie verstehen nicht warum, und sie haben das Gefühl, sie müssen eintauchen in diese Welt, in den Untergrund gehen, in dem Fall in einen Tunnel, in eine Höhle einsteigen und immer tiefer, 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 um zu verstehen, was eigentlich auf der Oberfläche passiert, um es vielleicht zu heilen. Und das ist, was wir gemacht haben mit dem Team Nachhaltigkeit, eben aus dieser Laienhaftigkeit heraus, aber um einen Anfang zu machen. Um einen Anfang zu machen, der irgendwie Spaß macht und der nahe liegt, der das Wissen, was wir vielleicht schon haben durch irgendwelche Dokus und privates Interesse, dass wir dann mitnehmen können. Das heißt, wir sind selbst auf so eine Exkursion gegangen, in diese Keller und in die Gewölbe und hinter die Kulissen des Museums, von dem man denken sollte, dass wir als Museumsmitarbeiterinnen sie nur allzu gut kennen. Pustekuchen. Ich möchte nicht für meine Kollegin sprechen, vielleicht sind die, aber für mich als Kuratorin, als Kunsthistorikerin, als Kuratorin, ist es fast beschämend, aber eben auch ein wichtiger Aspekt oder Moment gewesen zu erkennen, wo ich so gar keine Ahnung habe von dem Haus, in dem ich arbeite, von den Prozessen, von dem Kunst, Ausstellungsbetrieb und all dem, was da dran hängt, an ökologischen Auswirkungen beispielsweise, auch den sozialen. Ich hatte keine Ahnung, ich habe mich nicht informiert, ich habe mich auch überhaupt nicht verantwortlich gefühlt. Ich habe mich verantwortlich gefühlt dafür, dass Kunst schön an den Wänden hängt, dass gute Themen platziert sind, dass es irgendwie gut aussieht, gute Presse, viele Besucherinnen kommen, Förderer sagen, klar, geben wir Geld. So. Ich hatte noch nicht verstanden, dass eigentlich wir ein öffentlicher Raum sind, wo wir Themen vielleicht noch ganz anders lernen können, auszuhandeln, zuzulassen. Ich hatte nicht verstanden, welche vielleicht Macht man auch hat in einem Museum, weil man eben mit Geldern operiert, mit diesem Raum, mit dieser Zeit, mit einem Team, sei es groß, sei es klein. Da ist so viel Gestaltungsmöglichkeit, diese Prozesse neu zu denken.
Okay, aber zurück zu dem Tunnel, durch den wir gegangen sind. Also ganz praktische Beispiele, Sie werden es alle kennen, es ist fast zu banal, um es hier nochmal zu sagen, aber es ist vielleicht trotzdem nett als ein Einstieg, falls Sie auch noch am Anfang sind, weil es durchaus Spaß macht, diese Exkursionen im Haus auch mal zu machen, sich noch mehr zu vernetzen innerhalb dieses ja meist sehr hierarchischen Systems und sehr differenziert arbeitenden Teams. In einem Museum, das heißt, wir sind alle mal in die Keller und haben uns angeguckt, wie die technischen Anlagen eigentlich aussehen. Dass da Hallen sind, die mindestens so groß sind wie unsere Ausstellungsfläche, das war den meisten nicht bewusst. Welches Kältemittel wir verwenden und was das zu bedeuten hat, den meisten nicht bewusst. Welchen Strom wir beziehen, welche Leuchtmittel wir in der Decke haben, haben wir uns nicht mit beschäftigt. Also ich spreche jetzt immer wirklich aus der Rolle der Kuratorin. Ausstellung sollte sitzen, sollte ausgeleuchtet werden, egal. Recycling. Bah, haben wir nie hingeguckt, wo die Tonnen stehen, wie viele Tonnen da stehen, was eigentlich getrennt wird, welcher Abfall eigentlich wirklich anfällt in einem Museum und wo kommt der eigentlich hin? Also recherchiert, angeschaut, wo ist die Müllverbrennungsanlage, was passiert mit dem Müll, der verbrannt wird? Und wieder festzustellen, na toll, wir sind kein geschlossener Körper. Den Müll, den wir da produzieren, der wird weggeschifft nach Nil in die Müllverbrennungsanlage oder aber, weil wir ja schön exportieren, zum Beispiel in die Türkei. Wir stellen türkische KünstlerInnen aus und wollen divers sein, wollen irgendwie Partizipation etc. und schiffen gleichzeitig unseren Plastikmüll aber, ohne es zu wissen, mit in die Türkei. Können wir das wirklich noch getrennt voneinander betrachten? Können wir wirklich noch Ausstellungen machen, ohne uns verantwortlich zu fühlen und Wissen anzuschaffen, über diese Zusammenhänge zu verstehen, was für Körper wir sind und wenn Müll verbrannt wird? Ich bin jetzt keine Müllverbrennungsexpertin und so, korrigieren Sie mich gerne, wenn es falsch ist, aber so wie ich das verstehe, ist das Material, das wir versuchen loszuwerden und das aber doch wieder zu uns zurückkommt, als Regen, als im Wasser, im Grundwasser, wie auch immer. Es kommt auch wieder zurück in unsere Körper. Also insofern, wir Kuratorinnen sind und Museumsmitarbeiterinnen und Künstlerinnen und so weiter, sind körperlich verbunden mit dem, was wir da machen in dem Museum und mit dem Haus. Und das fand ich einfach unheimlich spannend, das Museum als Organismus zu begreifen und nicht als leblose Hülle. Wir haben daraufhin versucht, so ein bisschen zu sortieren, das, was wir erstmal verstanden haben, das heißt, den Status quo nochmal runterzubrechen in verschiedene Kapitel. Und hier ist eine Ausstellungsansicht aus dem Ausstellungsaufbau unseres, jetzt sage ich zum dritten Mal Ausstellung in einem Satz, der Grünen Moderne, ein Projekt, das wir Ende letzten Jahres eröffnet haben, im September. Für uns ein Pilotprojekt in nachhaltigen Ausstellen, klingt aber auch schon viel zu groß. Es war einfach in dem Fall der Plan, okay, wir nutzen diese Zeit und diesen Raum mal ein bisschen anders und versuchen Dinge aus. Weil wir sind ja, oder probieren Dinge aus, wir sind in der Phase des Experimentierens. Wir wollen wissen, wie funktioniert das für uns selbst, wie kommen wir an Informationen ran, wie vernetzen wir es uns, um alternative Prozesse, Produkte und so weiter kennenzulernen. Aber auch natürlich der Test, was passiert mit unseren Besucherinnen? Wir machen das ja nicht nur für uns. Wir wollen ja in erster Linie ein Haus sein, das Menschen einlädt, das Menschen in Verbindung bringt, das Menschen in dem wir vielleicht eine sogenannte Learning Community bilden, viele Aspekte spielen da hinein. Aber was passiert, wenn wir kommunizieren und wenn wir ausprobieren und eine Ausstellung nicht mehr so aussieht, wie sie vielleicht bisher ausgesehen hat? Und das war sehr interessant, das kann ich an der Stelle schon spoilern. Also dass wer da mehr wissen möchte, ich weiß nicht, ob ich hier alles so öffentlich genauso aussprechen möchte, aber das war doch sehr interessant, dass wir ein neues Publikum gewonnen haben zum Teil. Das ist jetzt eine Beobachtung, ohne dass wir jede einzelne Person notiert haben, aber ein tendenziell, würde ich sagen, jüngeres Publikum, ein Publikum, was nicht nur für die Kunst kommt, sondern tatsächlich auch über die Themen, in dem Fall ging es auch um Botanik und Biologie, also vielleicht sich für Biologie interessiert und deswegen ins Museum kommt, um zu schauen, was macht das Kunstmuseum da eigentlich mit meinem Studienfach oder mit meiner in meinem Bereich. Wir haben aber genauso gemerkt, und das will ich hier auch sagen, weil wir vielleicht immer uns in dieser Bubble gerne bewegen und hier jetzt natürlich auch, nehme ich an, dass wir alle irgendwo einen Konsens haben, dass es wichtig ist und dass wir wollen und müssen, aber es gab auch Widerstände und nicht nur intern, sondern eben auch ganz gezielt Förderer, die drohen, Fördergelder abzuziehen. Mit dem müssen wir uns jetzt gerade beschäftigen oder wir müssen uns fragen, wie gehen wir damit um? Machen wir eine Ausstellung weniger, weil wir weniger Geld haben, aber dafür adressieren wir andere Leute, verlieren die vielleicht seit Jahrzehnten dem Haus verbunden sind, aber jetzt gerade nicht mitkommen? Oder müssen wir
wir noch ganz anders denken. Brauchen wir ganz neue Skills? Müssen wir jetzt anfangen, darüber uns weiterzubilden in gewaltfreier Kommunikation oder was auch immer es alles gibt an Skills? Ich kann nur dazu raten, Führungen zu geben in der grünen Moderne. Das war schon interessant. Also das war interessant. Das war nicht nur, darf ich hinten bitte sagen, ich habe ein Problem mit der Ausstellung, sondern da wurde es emotional, fast aggressiv, wenig rational, da sind neue Skills gefragt, wirklich auch in der Vermittlung oder für die Leute, die da im Kontakt mit den Menschen sind, um vielleicht Menschen noch zu erreichen. Weil wir wollen ja nicht belehren, wir wollen ja nicht sagen, okay, wir machen das jetzt nur für unsere eigene Community und alle anderen sind uns egal. Aber wenn wir jetzt in diese psychologischen Dimensionen des Vermittelns auch herabsteigen und des Wertevermittelns oder Vorlebens vielleicht, dann werden wir auch da vielleicht noch ein bisschen was lernen dürfen, weil sonst wird's haarig. So, genau, also das war das Programm. Wir haben es runtergebrochen, das, was wir erfahren haben im Museum, wo wir tätig werden wollen, auf die Bereiche Gebäude, Prozesse, Produkte und dann natürlich auch das Programm. Das heißt, ich vermute, ich weiß gar nicht, wo Sie alle so genau stehen, wahrscheinlich an unterschiedlichen Orten. Ich werde vielleicht Begriffe verwenden, die Ihnen alle bekannt sind, aber ich will es trotzdem noch einmal genannt haben. In einem Museum, in einer Kulturinstitution, wir alle, wir kennen vielleicht unseren Fußabdruck und das ist ein Begriff, der ja auch nicht unumstritten ist, aber wir wissen, wir emittieren Treibhausgase etc., wir müssen diesen Fußabdruck verkleinern, aber wir haben eben auch diesen Handprint von Gregory Norris geprägt, diesen Begriff, das heißt, während der Fußabdruck kleiner werden muss, darf der Handabdruck größer werden. Der Handabdruck bezeichnet alles, was wir an Impulsen, an Wissen etc. reingeben, in die Gesellschaft, für uns selbst erarbeiten, also das Positive, das, was es braucht, das, was im Kopf auch stattfindet. Diese beiden Dinge sind ganz wesentlich für die Kultur und so wie ich gerade sehe, sind wir sehr fokussiert tatsächlich noch auf diese CO2-Fußabdruck reduzieren Frage, die sehr wichtig ist. Aber warum machen wir das? Wir wissen natürlich, obwohl wir wissen, Museen sind ganz vorne dabei im CO2-Ausstoß, Treibhausgasausstoß innerhalb der Kulturbranche. Wir wissen aber auch natürlich im Vergleich zu großen Unternehmen und so weiter, aber sind wir glaubhaft in unserem Programm, wenn wir nicht darüber nachdenken, wie wir selbst unseren CO2-Abdruck reduzieren, wie wir Wasser einsparen, Ressourcen einsparen etc.? Nein, sind wir nicht. Also müssen wir uns natürlich damit befassen, aber da kann es nicht enden. Das heißt, wir befinden uns, nein, ich will noch einmal kurz zurück, ich habe diese Icons, die sind nicht besonders schön, aber ich habe die da drunter gepackt, weil ich da noch mal ganz klar machen wollte. Ich habe immer nur diese Folie gezeigt, bisher mit Gebäude, Prozesse, Produkte, Programm, aber das ist alles, das sind nur Wörter. Darunter stehen die Menschen, in dem Fall eben diese Expertinnen, die wir im Museum haben, die Expertinnen für ihren Aufgabenbereich, die wissen, was sie bestellen, wo sie bestellen, die wir jetzt natürlich versuchen müssen, wollen, zu Expertinnen auch in Klimaschutz zu machen, in Naturschutz, in vielen anderen Bereichen. Also das voneinander loszukoppeln, ist, glaube ich, gar nicht möglich, sage ich jetzt aus der Erfahrung. Wir können das nicht outsourcen, wir können nicht Leute bestellen, beauftragen, die von außen kommen, bei uns kurz aufräumen und dann sind wir das perfekte nachhaltige Museum. Wir müssen selbst diese Expertise ranholen und zwar wirklich auch in allen Bereichen. Das sage ich als Kuratorin für Ökologie, die das erlebt, dass es sehr leicht ist und das ist kein Vorwurf, aber dann zu sagen, super, die macht das jetzt schon alles. Kann ich aber nicht. Was habe ich denn für eine Ahnung über Katalogproduktion? Welche Papiere, wie die eingeschweißt werden, die Kataloge, das Mineralöl in den Farben ist, dass das Papier zertifiziert sein muss nach bestimmten Siegeln, wo gedruckt wird, wie transportiert wird, keine Ahnung. Welche Auflagen wir haben, welche Auflagen wir machen, weil es schick klingt und wir am letzten Endes dann doch das meiste wieder verramschen, aber das musste eben gemacht werden. Ich bin ein bisschen polemisch, verzeihen Sie es mir, aber ich will es zuspitzen. Dafür brauchen wir die Expertise in unserem Team und dafür braucht es die Selbstreflexion und das ist der Prozess, in dem wir gerade stehen. Seit 4 Jahren haben wir im Museum Klimaschutz, ökologische Nachhaltigkeit ernst genommen, groß geschrieben, Team Nachhaltigkeit gegründet im Sinne von ökologischer Nachhaltigkeit. Und jetzt stehen wir gerade so in den letzten Wochen, auch diese Woche noch, haben wir Sitzungen und merken, wir müssen auch dieses Team neu denken, wir müssen uns neu denken. Nachhaltigkeit ist kein Thema, es ist eine Art zu handeln, es ist ein Bewusstsein, mit dem wir in unsere Arbeit gehen.
Das heißt, wir müssen Prozesse optimieren. Das heißt, alles, was wir dachten, ach schön, wir werden unser Müllsystem überarbeiten. Jetzt wissen wir ja, wir brauchen noch eine Biotonne, okay, und wir reduzieren das. Wir haben verstanden, CO2 wird emittiert. Wir haben auch verstanden im Übrigen, wie viel Geld wir ausgeben für die Entsorgung unseres Restmülls. Zigtausende Euro, da kann man schon mal ansetzen. Das ist vielleicht auch für die, die jetzt noch nicht so Lust haben auf Klimaschutz, auch eine interessante Erwägung, da aus den Gründen nochmal drauf zu schauen. Das alles war schön, aber wir schaffen diese Transformation, wenn ich diesen Begriff nochmal verwende, wirklich nur, wenn wir in unsere Prozesse reingehen und wenn wir anfangen zu überlegen, was das Museum eigentlich ist. Was das Museum ist als Arbeitgeberin, als Ort des gemeinsamen Lernens, des Austauschens. Auf vieler Ebene müssen wir, ICOM hat es vorgemacht, aber wir müssen uns nochmal sehr genau fragen, glaube ich, wo unsere Werte sind und wie wir uns sehen. Ich nenne mal ein kleines Beispiel, weil ich will es nicht zu lang machen, ich weiß, wir sind schon drüber. Klimaschutz, Hitze, also Hitzeaktionspläne. So, Köln hat einen Hitzeaktionsplan, die Museen sind da nicht mitgedacht worden. Okay, in Frankreich wurden sie mitgedacht. Wir können uns selbst die Frage stellen. Wir wissen, es kommen immer mehr Hitzeperioden, Trockenperioden etc. auf uns zu. Wir stehen hier mit diesem Museum, mit dem Museum Ludwig, mitten in einer weitestgehend zu betonierten Innenstadt. Wir wissen, es gibt jetzt schon viel zu viele Hitzetote in Deutschland. Was ist das Museum? Ist das Museum dann nicht auch ein Shelter, ein Ort, der Menschen unterbringt, kühlt, wenn es sein muss? Kann ein Museum dann aber immer noch Eintritt verlangen, gerade ein öffentliches Museum, um Menschen zu kühlen, die in Not sind oder die gerade keinen Ort haben, um sich zu kühlen, weil sie keine Klimaanlagen in ihren Stadtbauwohnungen haben, Innenstadtwohnungen? Ist das nicht auch eine Aufgabe, die in unseren Bereich fällt? Das nur als ein Beispiel, aber so sehen Sie, es gibt so wahnsinnig viel, wo wir merken, aus dieser Euphoriephase, yay, wir sind Team Nachhaltigkeit, wir setzen uns auf die Dachterrasse, wir fotografieren uns, sind happy, wir haben ein paar Dinge gemacht, wo es jetzt wirklich an die Substanz geht, wo es wirklich auch wehtut und wo es schwer wird. Und das macht uns gerade auch, glaube ich, alle recht müde oder strengt uns an, weil es nicht mehr nur nett ist. Es gibt die Momente des gemeinsamen Feierns und das müssen wir auch und wollen wir auch pflegen. Aber es ist auch wirklich mühsam, wirklich drüber nachzudenken, wie kriegen die Personen die Zeit, die sie brauchen, um Wissen anzuschaffen in ihren einzelnen Abteilungen, um wirksam zu werden? Schaffen wir das ernsthaft in dem System, was wir haben, in dem wir nach höher, schneller, größer, weiter immer noch operieren, auf Output angelegt sind, viele Ausstellungen etc.? Schaffen wir das oder lassen wir los? Aber wer geht vor und lässt los? Wenn alle anderen immer noch so machen, die Presse erwartet, dass wir XY machen, die unsere Stakeholderinnen, Förderinnen, das alle noch von uns erwarten, wer ist mutig genug, da vorzugehen, auch auszuhalten, dass dann eben Leute in der Führung stehen und sagen, das ist ihre politische, private Meinung, da haben sie hier überhaupt nichts mit verloren im Museum als Kuratorin für Ökologie. Es gibt kein Problem mit einer Klimakrise. Sie übertreiben maßlos, ich wende ihnen den Rücken zu und ich ziehe ihnen das Geld ab. Das alles werden wir passieren und das alles passiert jetzt schon. Aber halten wir das aus? Dafür brauchen wir Resilienz, dafür brauchen wir Zeit, dafür brauchen wir Input und wir müssen darüber nachdenken, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns gegenseitig stärken, welche Werte wir im Museum vertreten. So.